Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Alpha Saphir. Wir sind jetzt schon nach Mosbach City zurückgeflogen, denn es hat einen Grund gehabt. Ich habe mein Team etwas umstrukturiert und die etwas schwächeren Pokémon wieder mitgenommen. Denn sonst wird es ein bisschen langweilig, wenn die starken Pokémon permanent im Team sind. Jetzt habe ich noch Frosty dabei, sozusagen als Leader auf Level 47. Und was ich auch beschlossen habe, wir werden jetzt nicht um Xenorovil da jetzt Dauer einsetzen, sondern wir werden auf relativ direktem Wege zu Route 128 gehen. Und ich sehe schon oder befürchte schon, dass Route 127 und 28 sich leider vollkommen vom Original unterscheiden. Und der Vermutung liege ich scheinbar sehr nahe. Weil das sieht absolut ungleich Route 127 aus. Aber okay. Hi. Ups, sag jetzt nicht, dass ich ein surfendes Pokémon aus dem Wasser gezogen habe. Doch, hast du. Also wir gehen relativ zügig in diese Richtung. Das heißt jetzt nicht, dass wir sofort dahin gehen. Wir werden gegen einige Trainer hier kämpfen, auch gegen diese Angler hier. Aber ich werde euch... Ach, gegen diese Angler müssen wir übrigens kämpfen. Denn ich muss euch den einen Angler zeigen, der hatte so einen Running Gag. Ich fand das immer so lustig. Er hat einfach so viele Karmadors gehabt und das eine Gyarados und das eine Karmador, was einfach auf einem wirklich horrenden, irrelevanten Level war. So. Mega Firmondon mit Knirscher. Ich habe nicht Kopfnuss eingesetzt, weil die Attacke wäre jetzt vom Typ Eis gewesen. Dank der Fähigkeit Frostschicht von Frosty wäre Kopfnuss zu Eis geworden. Ansonsten hätte ich mich wahrscheinlich eher für Kopfnuss entschieden. So gesehen ist jetzt Detox aber EKO und daher macht es keinen Unterschied. Pius Angler ist besiegt. Hat nichts angebissen. Tja, ändere mal deinen Köder. Mistys Carbador-Köder soll ja ganz gut sein. Ich habe eine gewisse Gelassenheit durchs Angeln entwickelt. Der liebe Olof setzt Libiscus ein. Übrigens merke ich gerade, dass Firmondor vielleicht nicht gerade die klügste Wahl ist als erstes. Obwohl es natürlich auch das stärkste Pokémon gleichzeitig ist, auf Level 47 in meinem Team. Und sogar auf der Box wäre es das stärkste Pokémon. Aber wir haben es ja auch auf Level 40 bekommen. Deshalb ist das nicht unbedingt verwunderlich. Bitterkuss, oh. Da denkt sich Firmonta, der ist ja cool, dieser Bitterkuss, und wird dadurch verwirrt. Übrigens ist mir aufgefallen, dass Firmondor nicht mehr so weit oben ist. Kann das sein? Ja, ich glaube, Firmondor ist etwas weiter unten. Und schwebt zudem. Relikant. Dann nehmen wir mal Sebastian. Los, Sebastian! Auf Level 41 ist es. So, ich kann ja keine Mega... Ach, stimmt, ich kann ja keine Mega-Entwicklung mehr machen, ne? So. Schlammbombe. Und dadurch sinkt die Genauigkeit. Und Bromt geht Antikkraft daneben. Und hier, bitteschön, ein Surfer für dich. Stimmt, jetzt setzt Toilo gar keinen Surfer mehr ein, sondern Sundex, ne? Was das erste Pokémon ist. Cool, Blizzard. So, Genauigkeit technisch immer noch so schlecht wie vorher. Und sogar 10 Stärke verloren. Dann würde ich sagen, Blizzard kann mich mal kreuzweise. So, mit der 70er Attacke brauchen wir gar nicht mehr spielen. Das heißt ja wirklich, von 5, man muss sich das einfach mal klar machen, von 5 Blizzard gehen ein Drittel daneben. Das ist immerhin 2 Stück manchmal. Und das ist nicht gerade eine gute Quote, zumal es eine 110er Attacke ist. Da kann ich auch lieber zweimal Isis Odem einsetzen. Der landet immer einen Volltreffer, das heißt, es zieht eigentlich das Doppelte ab. So, da fällt mir ja schon ein... Achso, da ist ein Ast-Trainer. Da fällt mir ja schon ein, diese Taucherstellen kenne ich ja noch. Wie gesagt, wir werden uns hier nicht ewig mit den ganzen Trainern aufhalten. Denn das wäre einfach zu aufwendig von der Zeit her. Das ist übrigens mal sehr ungewöhnlich, dass ich das sage. Weil normalerweise würde ich gegen alle Trainer kämpfen, aber ich weiß, dass in Saphir und Rubin diese Stellen schon sehr trainerlastig waren. Von daher werde ich diese jetzt erstmal vorerst überspringen.
Ich würde das halt auch so einbauen, dass es dann halt auch storytechnisch wieder interessant ist. Weil wenn nur Trainerkämpfe da sind, dann denkt ihr euch auch so, ja, das muss ja auch nicht unbedingt sein hier in der Folge. Und deswegen gestalten wir das abwechslungsreich, meine lieben Damen und Herren. Wahrscheinlich gibt es auch hier diese wunderbare Tower-Klasse. Also die Tower-Trainer-Klasse meine ich natürlich damit. Also die Idee ist echt genial dahinter. Das muss man einfach mal so sagen. Maskeregen. Schön. Dann kann ich euch auch zeigen, dass Kopfnuss zu einer... Ja, dass Kopfnuss zu einer Eisattacke wird. Ja, und deswegen seht ihr jetzt auch, das ist sehr effektiv. Eine Eisattacke mit Zurückschrecken, das gibt's auch nur bei Frosty. Zwirklopp. Der böse Erzwinger. Zwirklopp, ein, ja, sehr nerviger Kandidat. So, Knirscher zieht genau die Hälfte ab. Ach ja, die Verwirrung. Die Verwirrung, meine Damen und Herren. So. Ja, jetzt will ich mal tauschen, wollte ich gerade sagen. Blub. Und zurück in den Pokéball mit dir, Frosty. Suri, du packst das. Ach, noch ein Statusproblem. Wunderbar. Jetzt brennt auch noch Suri. Ja, Zwirklopp ist schon ein nerviger Kandidat. So, Gewissheit. Bum, bum, bum. Ja, das war fast klar. Ja, Fluch! Ju heißasa! Ja, und da fällt Zwirklopp um. Aufgrund seines eigenen Fluches. Cool, es konnte mich ja nur Status verändern. Fluch, Irrlicht, Konfustrahl. Was konnte es noch? Hypnose? Keine Ahnung. Jetzt machen wir aber nicht Hypnose, sondern Überheiler. Das arme Suri. Das kann man ja nicht brennen lassen. Obwohl, eigentlich, wenn wir Taucher einsetzen, müsste es ja wieder aufdingsen. Also, müsste ja die Verbrennung aufhören. Tu's aber nicht. So. Ach ja, Tatsache, hier gibt's ja wirklich Taucher. Nee, jetzt nicht. Hi. Hast du schon mal vom Meeresschnee etwas gehört? So, so. Die haben alle Starmie, ey. Warum haben die alle Starmie? So, Mega-Entwicklung und Knirscher. Knirscher wird echt zu meiner Lieblingsattacke gerade bei Frosty. Das ist ja auf dem besten Wege zu Level 50. Muss man ja auch mal an der Stelle sagen. Oh Gott! So, Konfustrahl nervt mich eigentlich jetzt schon langsam. Bam! Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt! Meine Güte, dieser Satz! Ich kann ihn nicht mehr lesen. Und deswegen kommt er nochmal, ey. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Zum Teufel mit dir, du blöder Satz. Frosty. Ist nicht mehr verwirrt. Bitteschön. Die knirschen hier mal ein bisschen rum auf dir, Stami. Oh. Wow, Level 49. Hui, was ein Anstieg. Oh ja, die liebe Towerin ist besiegt. Blub, 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 blub. So, was sagst du? Reich an Leben. Das ist doch schön. So, hier ist übrigens Klippe oder Abgrund, wie man es nehmen will. Ja. Ich weiß zwar nicht, ob das mir irgendwas bringt, aber egal. Zielobjekt erfasst. Ich werde es so gleich ausschalten. Tower Life mit Relikant. Und mal wieder der Knirscher am nützlichsten. Haben wir immer noch fünfmal. Eieiei. Lass mich raten, es kann Irrlicht, Konfustrahl oder Fluch. So, allmählich reichen mir diese Attacken. So, senkt die Verteidigung. Ja, nehmen wir jetzt mal so hin. Dass Frosty so auf den Befehl von mir hört. Senkt die Verteidigung. Alles klar, ich senk die Verteidigung. Senkt nochmal die Verteidigung. Oh, Willy. Ich wusste doch, irgendeine Attacke kannst, die mich noch Status verändern wird.
So, Relikant auch besiegt. Eine richtige Verteidigungsbombe, das muss man auch mal sagen. Was ein Glück, haben wir live jetzt besiegt, ansonsten wäre nämlich unser liebes Firnontor eingeschlafen. Am liebsten möchte ich in die Tiefen abtauchen. Übrigens gibt es diesen Tiefenrausch, also man sollte wirklich nicht zu tief tauchen, weil ansonsten taucht man nicht mehr auf. Das wäre auch ein bisschen, ja, nervig, ne? So, wir sind noch auf Route 127. Hi Lampi. Cool. So, da ist Route 128 und da ist diese mysteriöse Stelle. Ja. Und da ist natürlich auch das geheime Geheimversteck, das anscheinend kein Taucher der Welt kennt. Nö. Ach. Komischer Smog hier übrigens drumherum. So, so. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch so grün in die Höhe geschossen. So, jetzt tauchen wir auf in der Tiefseehöhle. Und ja, das Boot kennen wir doch. Hallo! Das Wasser ist tiefblau. Ich wollte eigentlich mit dem Boot sprechen. Das muss das U-Boot sein, das Team Aqua aus der Werft von Graffiti-Pod City gestohlen hat. Ja, was für ein U-Boot soll es denn sonst sein? Dieser Moment der Stille, wenn du merkst, ach scheiße, Geradax habe ich auf der Box liegen. Das ist ja schon sehr bitter. So, dann müssen wir leider nochmal abtauchen. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht! So. Das war natürlich sehr dumm von mir, das zu vergessen. Das muss man jetzt immer auf der Stelle sagen. So, dann gehen wir einmal nach draußen. Ich hoffe, ich finde dieses komische Schild in der Nähe. Dann können wir auch direkt wieder hier hinfliegen. So, dann tauchen wir einmal auf, Kotibula. Fleischbällchen taucht an die Wasseroberfläche auf. So. Und das scheint wohl hier niemanden mehr zu interessieren. So, dann tauchen wir einmal in die Mitte hinab. Ja, Tohaido, tauch. Nein, warum? Was ist das hier? Ich finde das irgendwie komisch. Also, damals gab es hier Items, aber wir können ja keinen Detektor einsetzen. Tja, das ist natürlich extrem nervig. Weil dadurch sind die versteckten Items echt schwer zu finden, falls es denn welche gibt. Das muss man natürlich auch mal sagen. Ja. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo das doofe Schild ist. Ah, das doofe Schild. Wunderbar. Jetzt können wir wieder, glaube ich, hier hinfliegen. Aber erstmal fordern wir diesen Angler hier heraus. Der liebe Alvaro mit Walmer. Denkt sich Walmer. Und ich denke mir Firnontor. So, wir machen einmal Knirscher, bitte. Lake. Ach je. Der allseits bekannte Volltreffer. Wenn der Gegner ihn mal braucht, dann kommt er auch. So, dann machen wir halt mit Latias eine Mega-Entwicklung. Ich meine, wir haben die Qual der Wahl, ne? Es ist schön, wir können mit fast allen Pokémon aus meinem Team eine Mega-Entwicklung machen. Mit Latias, Sumpex, Vitagross. Und natürlich noch mit Firmontor. Wir haben also insgesamt 4 Pokémon, die eine Mega-Entwicklung durchführen können. Und soweit ich weiß, müsste Torhide auch eine durchführen können. Also haben wir eigentlich gesehen schon 5. Bloß wir haben noch nicht den jeweiligen Megastein für Torhide gefunden. Aber den für Pinsir. Denn ich habe auch so viel Pinsir in meinen Folgen bis jetzt gesehen. Ein wunderhübscher 3-3-3-3-4-3-3-Anstieg. Das war wohl ein Abgangsbund. Nee, bitte kein Abgangsbund, wenn du schon so redest. So, dann haben wir ein Glück fliegen dabei. So, dann wir können dann hierhin auch gleich wieder fliegen. Eine unentdeckte Ruine. Naja, so unentdeckt ist die ja jetzt auch wieder nicht, ne?
So, jetzt müssen wir leider Gottes ein Pokémon ablegen, aber ich weiß, welches Pokémon es auch treffen wird. Nämlich Firnondor, denn das ist das Stärkste. Und somit kommt das jetzt erstmal auf die PC-Box. Landet das PC-Pokémon wegen. Firnondor gegen Gyarados. So, bewegen, tauschen. Das ist natürlich echt nervig, dass ich das jetzt machen muss. Und welches Pokémon soll ich als erstes nehmen? Wir lassen es mal bei Sumpex. So, und ich habe in den Kommentaren gelesen, ich solle doch unbedingt zu Lanette nochmal fliegen. Die hätte mir irgendwas Wichtiges zu sagen. Und machen wir das jetzt erstmal einfach. So, danach können wir auch immer noch auf Route 128. Diese Routenfliegfunktion ist echt praktisch. Also, man braucht eigentlich nur noch 2 Meter laufen und danach sind wir eigentlich schon an der Stelle, wo wir hinwollen. Das ist wirklich so. Ich meine, die Tiefseehöhle ist direkt neben dem Schild. Da hat man sich doch Gedanken drüber gemacht, oder nicht? So, sag mal, eigentlich... Ich glaube, hier haben wir noch nie Surfer eingesetzt. Ne? Marie. Wow, da gab es ja auch wirklich viel zu entdecken, meine Damen und Herren. Cool, Azumarill. So, dann will ich jetzt mal zu Lanette. Also, Lanette, was wolltest du mir noch sagen? Ja, natürlich. Klar, immer doch. Aber einen Augenblick bitte. So, was machst du denn? Du hast mein ganzes PC-System gehackt. Wunderbar. Jetzt findest du die Option Pokémon bewegen ganz oben im Menü des PCs. Wenn ich die Option wieder an ihre ursprüngliche Stelle zurücksetzen soll, lass es mich wissen. Ja, cool. Ich wollte schon immer Pokémon bewegen ganz oben haben. So, so überzeugend klang das jetzt nicht von mir, ne? Also, naja, nettes Feature halt, ne? So, kann ich zur Tiefseehöhle direkt fliegen? Nö, aber warum kann ich nicht zur Route 128 fliegen? Jetzt muss ich tatsächlich nach Mosbach City zurück. Ich frage mich jetzt eigentlich, warum ich jetzt nicht auf Route 108... Gibt es da eigentlich einen Indikator dafür, wann ich zu dieser Route zurückfliegen kann und wann nicht? Muss ich erst alle Trainer besiegt haben? Also, schreibt das mal in die Kommentare rein, weil irgendwie habe ich das jetzt nicht so... Sag mal, ich versuche jetzt nochmal dahin zu fliegen, aber es ging jetzt gerade nicht. Sag mal... Ich habe doch dieses Schild angelabert. Normalerweise müsste ich doch jetzt dahin fliegen können. Habe ich irgendwas falsch verstanden? Ich glaube, irgendwas habe ich ganz falsch verstanden an dieser Routenflieggeschichte. Aber auf Route 114 konnte ich hinfliegen. Und ich landete auch vor dem Schild. Also irgendwie verstehe ich die ganze Sache nicht so richtig, wann man da jetzt hinfliegen kann und wann nicht. Ich meine, der Indikator dafür, ob du zu einem Pokémon Center fliegen kannst, war ja immer ganz klar, du musst ins Pokémon Center reingehen und dann kannst du da hinfliegen. Aber bei den anderen Sachen weißt du das jetzt nicht so. So, was ist das? Noch so ein Schild. So, kann ich jetzt hinfliegen? So, jetzt habe ich es 3000 Mal angeklickt. Normalerweise müsste ich ja jetzt auf diese Route fliegen können. So, eigentlich wollte ich ja in diesem Part die Tiefseehöhle machen. Das ist ja jetzt auch mal gesagt, aber da wir das jetzt sowieso nicht hinkriegen werden, würde ich mal gegen diesen Asttrainer hier kämpfen. Aaron mit Pinsir. Ich fühle mich gerade etwas verarscht. Nur so ganz minimal. Da. Alter, das kann ja nicht sein. Ich suche die ganze Zeit einen Pinsir. Hm, bitte, da, hier. Bitteschön, Pinsir. Ach, toll. Kreuzschere. Ja, Sebastian juckt's nicht. Danke, dass du mich gekratzt hast am Rücken. So ungefähr war das für Sebastian. Aber auch Pinsir steckt die Attacke ganz schön gut weg. Ja, und Pinsir ist besiegt. Level 43. Wow, was ein Anstieg. Ich falle. In die Leere, in die Tiefe. Wo auch immer. Hallo, Pilipper. So, da haben wir doch irgendwo eine Herzschuppe gehabt. So, jetzt. Herzschuppe. Unnötige Insel vor der Wind. Ja, eindeutig. Unnötige Insel vor der Wind, wo wir die Route permanent wechseln können.
Ja, ist ja in Ordnung, liebes Pelipper. Chill mal dein Leben. Ach Gott, sind die Routen nah beieinander. Das habe ich ja gar nicht mehr in Erinnerung. Hä? Was ist denn das für ein Pfad? Hä? Angler, die ich gar nicht kenne? Schon sehr merkwürdig irgendwie. Also es gibt einige Sachen, an die ich mich irgendwie gar nicht erinnern kann. Auf Route 129 war doch eigentlich gar keine Insel gewesen. Gott, dann nehmen wir das jetzt einfach mal so hin. Wir tauchen einmal hinab in die düstere Welt von Team Aqua. Blub, 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 meine Damen und Herren. Ah ja, die tiefste Höhle sieht schon anmutig aus. Hinlauf mit mir. So, und da ist das Forschungsboot. Ja, und ich denke, das ist doch eine wunderbare Stelle, meine Damen und Herren, diese Folge hier zu beenden. Liken und favorisieren natürlich nicht vergessen, sofern euch diese Folge hier gefallen hat. Ich bin jetzt erstmal weg und natürlich... Ja, was bin ich? Duschen. Ja, duschen bin ich. Also, meine Damen und Herren, liken und favorisieren nicht vergessen. Ich bin jetzt erstmal duschen. Ciao, ciao, meine lieben Freunde des Pokémon-Universums. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Let's Play hier. Hier sind noch zwei Videos, die euch eventuell auch interessieren könnten, nämlich das Pokémon X Let's Play auf der linken und das Let's Glitch der 6. Generation auf der rechten Seite. Liken und favorisieren dieses Videos natürlich nicht vergessen und falls ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr mich natürlich auch unter dem Abonnieren-Button abonnieren.